Als Vizebürgermeister von Wien finde ich es sehr gut und wichtig, dass Sie sich heute am Tag auch der Befreiung am Schwarzenberg versammeln und darauf aufmerksam machen, dass es wichtig ist, statt Krieg zu führen, auch zu gedenken, nämlich an den Tag der Befreiung. Und wir erleben schockierenderweise noch immer einen blutigen Angriffskrieg auch Russlands auf die Ukraine. Und es ist nicht nur ein Krieg gegen die ukrainische Bevölkerung, sondern es ist ein Angriff auf ganz Europa, auf europäische Werte, auf die Freiheit und die Demokratie. Und deshalb ist für mich selbstverständlich, dass unsere volle Solidarität und Unterstützung der Ukraine gilt. Ganz Wien steht hinter euch, hinter der Bevölkerung der Ukraine, die hier sich verteidigt und ihr Recht auch wahrnimmt auf Selbstbestimmung, auch auf territoriale Integrität. Und deshalb bieten wir alle Unterstützung auch als Stadt, die wir bieten können, um vor allem auch geflüchtete Menschen hier nicht nur Schutz zu bieten, sondern auch Perspektive. Es ist sehr wichtig, vor allem den Kindern hier Perspektive zu bieten. Über Schulplätze. Wir haben schon über 2500 Kinder an Wiener Schulen und ich bin froh darüber, dass es hier die Perspektive gibt für die jungen Menschen in unserer Stadt, in unserer Menschenrechtsstadt. Und deshalb ist für mich auch selbstverständlich, dass Wien geschlossen, solidarisch hinter Ihnen, hinter der Ukraine, hinter der ukrainischen Bevölkerung und vor allem auch hinter dem europäischen Projekt des Friedens und der Demokratie steht. Ich wünsche für die heutige Veranstaltung ein gutes Zusammenkommen und vor allem auch ein Stärken von dem, dass Sie auch beisammenstehen und die österreichische Bevölkerung auch mit Ihnen solidarisch ist.